Hallo da draußen. Ich bin jetzt heute ein bisschen wieder in den Bergen unterwegs. Im Moment auf der Straße Richtung Plansee. Jetzt regnet das hier so ein bisschen. Bin auch nicht alleine unterwegs. Hör mal sehen. Ich hoffe mal, dass hinter diesem Tal das Wetter wieder besser wird. Jetzt können wir uns auch wieder unterhalten. Ja, es wird heller. Immer rasen können wir gerade sowieso nicht mit dem Wohnmobil da vorne. Und dass ich da jetzt unbedingt vorbei muss. Nicht bei nasser Straße. Ja. Ja, zwischendrin war trocken. Ja, das Blöde ist halt, hier hat es jetzt eine schöne, trockene, staubige Straße und jetzt so ein Nieselregen drauf, das kann richtig schön rutschig werden. Gut, ganz so vorsichtig wie die hier muss ich jetzt auch nicht fahren. Ja, richtig. Muss man sich halt ein bisschen anpassen. Wildwechsel, auch das noch. Hier wird ganz wild gewechselt. Jetzt kann der Plansee aber nicht mehr weit sein. Was denn für ein Turm? Dieser Turm da hinten. Irgendwie Funk. Ja, ich weiß nicht, was sich das Wetter hier gerade denkt. Also schnell am See vorbei. Mit 30. Naja. Mir kommt das auch so vor, als ob das nicht alles Regentropfen sind. Plansee. 50. Igitt, 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 igitt. Ich höre sogar durch Sena das Prasseln bei dir auf dem Helm. Hörst du das bei mir auch? Auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie leise rede oder... Das kann natürlich sein. Aber können wir das Visier putzen?
Hier ist jetzt erstmal 30. Aber See vorbei, dann kann ich ja die Kamera erstmal ausmachen. Ich hoffe mal, dass die Kamera jetzt wieder anders, ja. Also ich gehe mal davon, oder wir gehen mal davon aus, dass das jetzt hier das Lechtal ist, oder? Muss ja. Dann muss es das Lechtal sein, wenn da ein Schild stand. Jetzt ist die Frage, sind alle Motorräder, die uns gerade entgegenkommen, auch wirklich unter den 95 Dezibel? Ja, aber ich denke mir immer, die es dann riskieren, ob die dann hier langsam durchfahren? Ja, aber dass die nicht sagen, ja, schnell durch, bevor sie erwischt werden. Naja. Mal sehen, ob wir heute irgendwo eine Kontrolle sehen. Ja, siehst du, hier links ist namenlos, da fahren wir halt nicht lang. Wegen Baustelle gesperrt. Also fahren wir weiter. Also hier wäre dann das Namlostal, wahrscheinlich das da hinten. Das müsste ja hier dann wieder der Lech sein. Gut, ich weiß nicht, ob der sich hier mehrfach verzweigt in dem Tal. Na, da ist schon ein zweiter Arm. Ja, kann ja auch irgendein anderer sein, der da drauf trifft. Aber die sind alle so blau-türkis. Ja, das glaube ich, dass das erfrischend sein wird. Ja, kalt ist kalt. Also solange das Wetter jetzt so bleibt, reicht mir das schon. Oh, guck mal, wie schön. Na, geht's da vorne schon hoch oder wie? So, jetzt stehen wir hier vorm Handenjoch. Das ist doch ein schönes Schild, oder? Von wegen Achtung. So, Kameras laufen. Ab direkt in Sport. Ja, bis auf den.
Ja, deswegen warte ich noch ein bisschen. Taktik. Auf wie geht's? Ab den Berg hoch. Und direkt die erste Kehre. So muss doch sein, oder? Dein Navi noch 60 angezeigt. Aber ich habe schon wieder die ersten Regentropfen gemerkt. Er ist blöd, wenn man am Hang fährt mit Hangregen. Ja, so ein paar Tropfen. Aber sag mal so, über das Handenjoch habe ich schon Gutes gehört. Also soll ja eine schöne Strecke sein. Da liegt was. Ist jetzt so eine Sache mit hier Regen und überholen. Genau, im Tunnel unterstellen. Nur stehen wir da, glaube ich, ein bisschen im Weg. Dankeschön. Gibt auch nette Leute, siehst du. Der weiß genau, was Sache ist. Da haben wir noch einen größeren Tunnel zum Unterstellen. Ja. Hui. Oh, hier riecht's nach Sommerregen. Ich hatte letztens gelernt, wie dieser Geruch heißt, wenn Regen auf warmen Boden fällt. Weißt du, das, was man im Sommer so riecht. Ich hab's vergessen. Aber der hat einen eigenen Namen, dieser Geruch. Stimmt, Olf war Geruch. Aber gab es nicht auch den Begriff Odor oder so? War das Parfüm oder so? Ich habe auch gelernt, es heißt ja nicht Deodorant. Deodorant. Wegen Odor, Geruch und halt D, dagegen. Gegen Geruch. Deodorant. Ist bescheuert, oder? Fahre bitte leise. Ja, hier brauche ich auch nicht mehr Sport. Kann ja auch einen Gang höher fahren. Vielleicht fällt dann ein Sack Reis um sogar. Noch ein Tunnel. Oh, guck mal. Ja, das hat mich jetzt nicht interessiert, das Schild. Der Ausblick ist viel geiler. Wie der Berg da hinten angestrahlt wird. Geil.
Wisst du, dann fahre ich hier halt mit 50. Sprech den Ort mal aus.
Ja, ich muss auch jetzt mal gucken, wie ich hier hinkomme. Eieiei, da fliegt der Schotter. Kurve. Da hast du den von meiner 125er noch nicht gesehen. Aber es kann auch sein, dass die einfach so spät erst kommt. Ja. Gullideckel. Ja, sollen sie halt mal nachgucken. Ja, ein bisschen Spiel brauchst du halt am Hahn. Da muss man erstmal die Kurve suchen hier. Ja, normalerweise stehen da so hübsche Schilder, wenn es rumgeht. Ja, oder eine Leitplanke, aber da ging es ja einfach weg. Na, guck mal, Aussicht. Hey, Sonne. Lohnt sich nicht. Das ist ja das Schöne am DCT, da muss ich nicht Kupplung ziehen. Ich kann auch so den Berg hochfahren. Ja, natürlich sollte man beide Hände am Lenker haben. Vor allem bei meiner Sitzposition. Ich glaub's auch. Was anderes ist Sackgasse. Vielleicht sollte ich das Handy doch mal auf Bildschirm dauerhaft aktiv schalten, aber dann lädt es nicht mehr genug nach, dass es voll bleibt. Muss ich halt hin und wieder drauf tippen. Gegenverkehr. Aber hier ist breiter. Wieso sollte ich Blumen pflücken? Ach so. Ja, die Koffer können meinetwegen Blumen pflücken, das ist mir wurscht. Ja, was will ich denn machen? Kann auch so fahren. Ja, schöne Blumen muss man mitnehmen. Solange ich nicht an die Leitplanke ditch. Das schaffe ich, glaube ich, auch nicht.
Ja, aber die Spiegel sind im Gegensatz zu den Koffern über der Leitplanke. Ja, natürlich. Und trotzdem haben meine Koffer jetzt Blumen gepflückt. Uiuiuiui. Schade, dass ich nach vorne gucken muss. Guck mal da. Ja, jetzt dürfen wir eh nur 30 fahren. Hm. Ja, du brauchst ja die Schneeketten dann für die Scheiße. Damit es nicht wegrutscht. Ich hoffe ja, dass wir hier auch noch mal Kühe sehen. Heißt ja nicht umsonst Kühtai. Na, hier waren, glaube ich, Kühe. Wenn ich das so sehe. Jetzt haben meine Ohren wieder geknackt. Da genießt man das lieber hier. Hier ist auch ein Passknackerpunkt. Sattele. Da Sattele. Ach, da kann man noch mal langfahren. Hm. Vielleicht fahre ich im Urlaub noch mal lang, mal sehen, wie das Wetter ist. Aber der Straßenbelag ist super, muss ich sagen. Bis auf ein paar kleinere Macken. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das ein Bach da hinten ist. Sieht so aus. Aber ich glaube, wir fahren eher geradeaus. Jetzt sind wir im Ochsengarten. Alles Ochsen hier. Vorsicht. Guck mal, wie schön hier.
da ist die Straße schlechter wie die da oben. Aber sieht so aus, dass das Tal hier echt super auch zum Wandern ist. Da so hier zwischen den Bäumen am Bach entlang. Ja, Österreich ist natürlich zum Wandern top. Fahrbahnschäden. Ja, da ist E60. Oh, Weidevieh ohne Aufsicht. Nicht, dass die randalieren. Ein Bächlein. Ein großes Bächlein. Und wird wahrscheinlich immer noch ein bisschen Schmelzwasser dabei sein. Ja, stimmt, der Hangregen kommt auch noch dazu. Der Gully ist aber gefährlich. Na, ja, hier? Thüringer Wald ist halt auch so eine Touristenregion. Lieber spitz kehren wie spitz Bart. Hubbel, hubbel. Aber hier ist wieder kühl. Naja. Was denn für ein Loch? War eine große Bodenwelle. Wäre auch seltsam, wenn du die nicht gemerkt hättest. Ja, wo sind denn jetzt die Kühe? Die verstecken sich. Mir hat der eine im Video gesagt, die lauern hinterm Baum und wenn du vorbeifährst, springen sie raus. Du musst aufpassen. Kann ich gerade nicht hingucken. Naja, aber möglich wär's. So genau habe ich mir die Karte von Kühtai nicht angeguckt. Ja, ist eine Staumauer.
Uiuiui. Krass, was die hier alles haben. Schön Strom machen. Ha! Voll über die Planke gefahren. Hat's nicht gerappelt. Ich frage mich, was das hier noch alles ist. Bestimmt ein geheimer Stützpunkt der Österreicher. Da, kalte Getränke. Hier, willst du Lift fahren? Ist auch noch ein bisschen Schnee da oben. Weil die überall hier ihren Schnee rumliegen lassen, deswegen ist so kühl. Hier war jetzt, glaube ich, noch gar keine Geschwindigkeitsbeschränkung, oder habe ich ein Ortsschild verpasst? Ja, ne? War, glaube ich, bei der Kurve da hinten. Ich habe zu viel in der Gegend rumgeguckt. Ja, bei so einer Gegend, guck mal da hoch. Was ist das denn? Noch ein Stausee. Da musst hinlaufen. Da musst du hochlaufen. Warum denn nicht? Ja, auf dem Berg muss ich jetzt auch nicht unbedingt laufen. Einfach mit dem Heli hochfliegen. Hier ist auch ein Passknackerpunkt. Nächstes Mal. 2020 Meter. Aber hier zieht's. Das ist ja schlimmer als vorhin im Regen. Boah. Ich dachte jetzt hier drinnen zieht's mal kurz nicht, aber nö. Kannst du mal duschen? Mal sehen, wie viel Grad das Wasser hat. Na, ich merk's. Da kommen schon wieder die ersten Tropfen. Die Wolke da links ist schuld. Ja, das wird schon. Da, jetzt können wir vorm Regen fliehen. Die Kühe haben sich, glaube ich, echt alle verkrochen.
sehe die Straße nicht. Na, gerade runter wäre zu steil gewesen, hä? Ja, und so wie das aussieht, fließt da auch manchmal Wasser durch. Immer schön über die Planken. Manchmal denkt man sich ja auch so, jetzt hier wohnen, aber dann denke ich mir auch wieder so, lieber nicht. Im Winter. Ja, mal kurz irgendwas holen, kaufen, was auch immer. Dann bist du erstmal eine Weile unterwegs. Da sind Kühe, aber die sind eingezäunt. Ja, ich glaube, sowas wie Eier kriegst du hier beim Nachbarn. Das Backpulver ist alle. Ich glaube, meine Kamera vorne ist ausgestiegen. Der ist, glaube ich, zu kalt geworden. Halt mal da vorne mal kurz an. Ich nehme jetzt hier frecherweise einfach die Bushaltestelle. 60. So, fahren wir mal weiter. Ja. Dem Regen weiter davonfahren. Ja, ich nehme mal an, dem Akku ist dann irgendwann kalt und dann hat er halt nicht mehr ganz so viel Power. Ja gut, die Action-Cams, zumindest die von Insta, die werben ja auch damit hier beim Snowboarden. Hallo? Kommst hier nicht vorbei oder was? ich glaub's auch. Hallo? Nee, fahr doch noch vorbei. Der winkt dich vorbei. Geil. Ja, Pferde auch noch. Ja, bei Pferden bin ich noch vorsichtiger. Die sind noch empfindlicher, was das angeht. Stimmt, ein Pferdewarnschild war nicht da. Aber es muss natürlich auch der dickste Ochse mit Hörnern da auf der Straße stehen, ne? Dabei waren wir doch vorhin in Ochsengarten. Oh, wie schön. Da haben wir das Warnschild wieder. Bei Wölfen weiß ich ja jetzt nicht so recht. Ich glaube, wir sind zu langsam. Ja,
Ja, bei Tieren muss man halt allgemein vorsichtig sein, ne? Jetzt nimmt die Kamera wieder normal auf. Der hat das Wetter auch nicht gepasst, da hat sie ausgeschaltet. Was haben die denn hier für Hubbel? Ja. Deswegen die Baustelle. 30. Ich habe das Gefühl, dem VW hinter dir würden die Geschwindigkeitsbeschränkungen weniger interessieren, wenn wir nicht da wären. Alle Hubelei hier. Jetzt nimmt die Kamera immer noch auf. Weiß nicht, was er hatte. Kann natürlich sein, ich hatte mir mal so einen Drittanbieter-Akku für die noch dazu gekauft, dass der gerade drin ist. Dass der nicht ganz so temperaturstabil ist. Egal. Noch mehr Akku zu verbrauchen, nur um den Akku warm zu halten. Gut, ist ja bei den E-Autos so. Wenn du die im Winter auflädst, dann ist es ja so, dass die einen Teil von dem Strom, der reingeht zum Aufladen, zum Temperaturhalten vom Akku nehmen. Dass der nicht bei minus 10 Grad geladen wird, weißt du? Ja, aber er muss erstmal hochheizen am Anfang. Ich glaube, hier kann er schlecht überholen. Ja, ist genau der dämliche Teerstreifen da. Schön in der Mitte. Meine Kamera hat die Aufnahme wieder gestoppt. Ist aber scheinbar noch an. Aber wir sind jetzt eh durch.
Tja. Hallo? Guten Tag? Ich würde sagen, ich mache jetzt mal die Kamera aus. Die dürfte noch laufen. Ja, sieht so aus. Dann fürs Video jetzt tschüss.